Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palworld. Ich wollte euch auch mal zeigen, wie wir ein Anubis züchten können. Und dafür brauchen wir zwei Balls. Einen seelischen im Hintergrund. Wir brauchen einmal einen Quivern, den bekommt ihr hier oben als Boss zum Beispiel, schon ab Level 23. Und wir brauchen einen Chillet. Den bekommt ihr schon im Startgebiet. Meisten haben wohl hier angefangen, könnt ihr einfach durchlaufen. Ab Level 11. Und ja, wir brauchen ein männliches, ein weibliches Geschöpf. Und die beiden könnt ihr in der, im PAL-Box-Management quasi hier unten reinmachen. Ein weibliches, ein männliches. Da müsst ihr euch die schnappen. In die Zuchtbox machen. Die legen da ein Ei. Werden wir jetzt nicht tun. Ihr könnt die einfach mit F fangen und da reinsetzen. Dann zeugen die ein Baby und ich habe schon vorgearbeitet. Dann gibt es dieses zerfruchtetes Riesenei. Und wenn wir das hier aufmachen, seht ihr, Anubis kommt dabei raus als Baby. Und schon. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es ist. Und schon habt ihr einen Anubis. Das könnt ihr 25.000 mal wiederholen. Ihr seht, er hat Handwerk 4. Er hat Bergbau 3 und Transport 2. Also ein sehr, sehr guter Begleiter für euer Lager. Aber auch ein sehr, sehr guter Begleiter für Bosskämpfe. Er ist sehr stark und... Ja, wenn ihr gute Stats drauf haben wollt, sollten die Eltern natürlich andere passive Fähigkeiten drauf haben. Das war jetzt einfach nur ins Blaue gegriffen, weil ich das hatte, das gerade da hatte. Aber so könnt ihr massenweise Anubis bekommen. Und die Bosse könnt ihr alle Stunde farmen. Das heißt, schnappt euch die Bosse mit guten Stats und macht euch gute Anubis. Gut, das war's auch schon von diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.